Wittenberge. Mit einer kleinen Tanzeinlage feierten die Schüler der Dr. Salvador Allende Grundschule am 2. Dezember die fertiggestellten Sanierungsarbeiten. Für rund 1,2 Millionen Euro erhielt das Schulhaus unter anderem einen überdachten Innenhof. Im neuen Atrium des Hauses fanden auch die Feierlichkeiten statt, zu denen auch Bürgermeister Dr. Oliver Herrmann kam. Im Zuge der Baumaßnahme, die bereits Ende März dieses Jahres begann, wurden auch die Außenwände der Einrichtung mit einer Wärmedämmung versehen, 255 Fenster ausgetauscht und neue Beleuchtungsanlagen installiert.